Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Wie ihr es schon seht, ich habe eine neue Kamera am Start. Das ist die Sony Alpha A6000, die benutze ich jetzt mit dem Camlink von Elgato zusammen. Mega, mega nice, Leute. Die Quali ist richtig, richtig heftig. Im Stream, heute, wenn ihr heute Abend einschaltet, werdet ihr die ganze auch nochmal in Großbild sehen. Also wenn ich auf Großbild schalte, die Cam. Die Quali ist echt heftig, Leute. Die ist richtig, richtig heftig. Lasst schon mal dafür einen Daumen nach oben da. Aber Leute, das Thema, was wir heute behandeln, ist tatsächlich nicht ganz so nice für mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Denn es geht heute ganz einfach mal, ganz frei Schnauze darum, was mich am Black Ops 4 extrem stört, was extrem schlecht ist an dem Spiel und was unbedingt geändert werden muss. Weil so, wie das Spiel momentan ist, kann es nicht weitergehen, Leute. Achso, Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur sagen, dass Level Up ab Sonntag bis Montag um 23.59 Uhr eine richtig, richtig kranke Aktion habt. Und zwar eine 3 für 2 Aktion. Packt 3 Dosen in euren Warenkorb, gebt den Code RAPTOR2 ein, damit supportet ihr mich auch noch und ihr bekommt 3 Dosen zum Preis für 2. Mega, mega nice, checkt das ab. Link ist in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem Video. Das ist ganz klare Sache. Ich streame das Game jeden Tag, 5 bis 6 Stunden, jeden Tag, Leute. Ich spiele das Spiel wirklich, glaube ich, mit am meisten von den ganzen Content-Creatern, die irgendwie für euch Content raushauen in Deutschland. Vielleicht bin ich sogar der, der es am meisten spielt. Und ich kann euch wirklich viele, viele Sachen dazu sagen, die mir aufgefallen sind im Game, die wirklich meiner Meinung nach überhaupt nicht klar gehen, beziehungsweise geändert werden müssen, gerade für Leute, die auch ein COD auf längere Zeit spielen wollen oder halt einfach viel Zeit in das Game investieren, so wie ich. Und da müssen echt Sachen geändert werden, Leute. Ich mache das Ganze jetzt wirklich, ich habe mir nichts aufgeschrieben, über nichts nachgedacht. Ich weiß nur, dass ich gestern ein Gespräch im Twitch-Stream hatte, wo ich mich wieder mal sehr darüber aufregen konnte, weil etwas Neues in das Spiel gekommen ist, wo ich sagen muss, dass es halt einfach wieder extrem schlecht umgesetzt ist und ich mich sehr darauf gefreut habe und das gestern ganz schön meine Laune gekillt hat, weil es dann halt eben nicht so nice war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und zwar fangen wir einfach dann mit dem an, was neu dazugekommen ist, und zwar dem CWL Public Moshpit, was auch immer. Liga-Vorbereitung, so wie es angekündigt wurde von Treyarch für uns, da wir ja nicht schon irgendwie mittlerweile fast 4 Monate auf den Liga-Modus warten. Es war ja am Anfang so angekündigt, dass wir den Liga-Modus zum Release von dem neuen COD bekommen. Sprich im, was, wann war's? Im Oktober sollte es erst sein, also es sollte direkt zum Release da sein und es wurde dann irgendwie direkt verschoben auf Dezember, Anfang Dezember irgendwie so. Ihr habt es alle sicherlich mitbekommen, auch Anfang Dezember kam der Liga-Modus nicht und es wurde auf Anfang Januar gelegt. Auch Anfang Januar kam der Liga-Modus nicht, es wurde auf Ende Januar gelegt. Auch da kam der Liga-Modus mal wieder nicht. Und wir wurden wieder hingehalten, jetzt mit der Public-Playlist und damit, dass wir jetzt irgendwie den Liga-Modus angeblich Mitte Februar bekommen sollen. Nun wurde aber irgendwie dieser Public Moshpit für die CWL gestern released, indem man quasi Stellung, SND und Kontrolle mit den CWL-Regeln spielt, die jetzt neu irgendwie auch aufgearbeitet wurden. Und alle Leute haben sich sehr, sehr gefreut, das spielen zu können. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Kritikpunkte, die ich jetzt daran nenne, kann ich auch gleichzeitig ein bisschen verstehen, was sie da gemacht haben. Das Ding ist, ich möchte euch nur sagen, wie sich ein Spieler fühlt, der sich lange auf Liga gefreut hat und das als Liga-Vorbereitung dahingesetzt bekommt, Leute. Weil als Liga-Vorbereitung ist es absolut frech. Man sollte einfach, man hätte diesen Moshpit einfach reinmachen können, dann hätte man nichts davon erwartet und so weiter und so fort, dann wäre es okay gewesen. So, ganz einfach. Das Ding ist, ich habe erwartet, dass man vielleicht nicht unbedingt den Spielmodus wählen kann. Dass man vielleicht einfach eine random Map und einen random Modus zugeteilt bekommt. So wie es im BO2-Liga war. So habe ich es mir vorgestellt. Weil wenn man daraus resultiert, dass es der Liga-Vorbereitungsmodus sein soll, wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass wir Map und Modus sozusagen wählen können. Aus zwei verschiedenen Sachen. So wie es halt in BO3 auch war und ich es einfach nicht gut finde. Weil für mich war Liga das, du siehst deine Lobby erst, wenn alle Spieler drin sind und dann ist da schon ein Modus mit der Map und das musst du spielen. So, du kannst auch nicht mehr aus der Lobby rausgehen, so wie es im BO2 war. Klar, man konnte sich da irgendwie rausglitschen, aber normalerweise war es nicht möglich, noch aus dieser Lobby rauszugehen. So, das Ganze ist jetzt irgendwie hier auch anders gewesen. Man sieht die ganze Zeit, gegen wen man schon spielt. Wie gesagt, es ist eine Public Playlist, deswegen ist es alles noch ein bisschen was anderes. Man darf aber Map und Modus wählen, wo ich nicht denke, dass sie es in Liga anders machen werden. Das finde ich, also würde ich halt schade finden, wenn es so wäre. Und dann geht halt das Ganze los. Erstens, du kannst in dieser Public Playlist ganz normal quitten, ohne eine Bestrafung zu bekommen. Wie gesagt,
wie ich eben schon gesagt habe, nicht, dass ihr mir jetzt irgendwas vorhalten wollt. Das verstehe ich, das verstehe ich. Aber trotzdem ist es so ein Arschtritt für den Liga-Modus, so, beziehungsweise für die Liga-Vorbereitung meiner Meinung nach. Weil das ist einfach, du kannst den Modus fast nicht richtig spielen, weil entweder quitten alle deine Gegner, wenn du in Mann-Party spielst, oder du spielst Solo und Zweimann-Partys und alle deine Teammates quitten nach einer verlorenen SMD-Runde. Nicht nach einer ganzen Map, sondern nach einer verlorenen Runde. Das macht einfach keinen Spaß. Das bringt einfach gar nichts. So, zweiter Punkt ist, musste ich gestern schmerzhaft am eigenen Leib widerfahren. Ich habe meine Gravity Spikes eingesetzt in Stellung. Es war 2 Punkte, bevor wir das Game gewonnen haben. Ich habe sie eingesetzt, habe damit einen Play gemacht, habe aber gleichzeitig auch 2 Teammates gekillt, was halt passiert, weil Friendly Fire an ist. So, und dafür wurde ich einfach rausgeschmissen. Ich wurde dafür einfach in dieser Public Playlist Moshpit Dings rausgeschmissen. Sollte das in Liga passieren, sollte das im Liga-Modus drin sein, dass man rausfliegt wegen Teamkills. Ich glaube und hoffe es nicht, dass das passiert. Aber sollte das so sein, dann ist es super, super schlecht. Weil es ist nun mal so, auch bei der CWL, egal wo bei den Pros, wenn Leute pre-firen oder irgendwelche Specialists einsetzen, Teammates sterben nun mal, das passiert. Manchmal ist es taktisch, den Gravity Spike einzusetzen, auch wenn du weißt, dass dein Teammate ist, ihn zu töten, aber dafür auch trotzdem noch einen Play rauszuhauen. So, das ist halt normal und dafür bin ich rausgeflogen, habe eine Niederlage kassiert und so weiter und so fort. Ist halt einfach ärgerlich, wenn es dann hinterher um deinen Rank geht. So, das soweit schon mal zu diesem Moshpit, was mich gestern komplett aufgeregt hat. Also, diese ganze Verzugskram von Liga, okay, sei mal dahingestellt. Super, super schlecht, ganz, ganz schlecht gemacht, dass wir Liga immer noch nicht haben. Ich bin super pissed darüber, weil ich wollte eigentlich von Anfang an Liga grinden. Und jetzt kann ich es immer noch nicht. Und wir haben schon Februar. Das ist halt einfach krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Und ja, zu welchen Sachen? Ich möchte jetzt halt nicht die Standardsachen die ganze Zeit aufführen. Da werde ich auch noch mal ganz kurz zukommen. Aber da haben wir schon 1000 Sachen drüber gehört. Das wisst ihr selber. Sowas wie Specialist und Pipapo. Das Ding ist, ich muss halt sagen, allgemein, was halt dieses Multiplayer-Design angeht. Erstmal muss man natürlich auch das Positive sagen. Ich feiere das Game mega. Ich spiele es super, super gerne. Und ja, also ich spiele das Spiel wirklich, wirklich gerne. Das Ding ist, es gibt einfach so viele Sachen, die einen extrem stören, wenn man es halt viel spielt. Und dazu gehört halt einfach, dass du jeden Tag oder jede Woche oder was auch immer siehst, wie neue optische Sachen reinkommen, wie neue Tarnungen reinkommen, wie neue reaktive Tarnungen für die Waffen reinkommen, wie neue Waffenvarianten reinkommen und. Aber ist Treyarch, beziehungsweise wer auch immer dafür zuständig ist, es noch nicht einmal geschafft hat, ein ordentliches Waffenbalancing-Update in den Multiplayer reinzubringen. Gab es in diesen 4 Monaten noch gar nicht. Gab es nicht. Es kam immer mal wieder so kleine Sachen, wo aber jeder mal, wenn wir ehrlich zueinander sind, nichts von gemerkt haben. 3 Titan-Nerfs, die jetzt nicht wirklich irgendwie aussagekräftig waren. Verschiedene Waffen wurden so und so gemacht. Ja, SMGs wurden ein bisschen verändert, ein bisschen besser gemacht, aber nach wie vor kannst du eigentlich nur die Saug spielen oder du bist halt einfach ein unfairer Spieler und bullshittest halt einfach alle mit der Spitfire, weil sie einfach absolut OP ist und die auch noch nicht gebalanced ist. Und sonst gibt es da keine Veränderungen in diesem Multiplayer. Gibt es nicht. Und wenn ihr mal überlegt, dieses Call of Duty gibt es eigentlich nur ein Jahr, weil danach ja normalerweise ein nächstes COD kommt. So, und Treyarch war ja immer so das Ding, wo man wusste, ey, wenn das nächste COD reinscheißt, können wir das halt auch 2 oder 3 Jahre spielen. Aber das Game, 2 oder 3 Jahre, ich glaube, da ist jeder von uns raus. Die meisten sind jetzt schon raus, weil sie keine Lust mehr drauf haben. Was echt, echt traurig ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil an sich das Grundprinzip und das Game, das Waffenfeeling, alles Mögliche ist geil in dem Game. Das Game hat, also es hat, wie gesagt, es ist momentan der schlechteste Black Ops-Teil, aber es hat das Potenzial, der beste Black Ops-Teil, beziehungsweise das beste COD überhaupt zu werden, weil da so viele geile Sachen drin sind, aber es so viele Sachen auch gibt, die das Ganze zurückschrauben. Specialist, Ajax, Torque, Nomad, Zero, was sonst nicht alles noch. Es nervt einfach. Es nervt jeden Spieler. Und auch Noobs brauchen das nicht. Die würden sich auch zufrieden damit geben, wenn es, keine Ahnung, 5, 6 normale Specialists gäbe, weil denen eh komplett egal ist, was die spielen. Ein Torque, natürlich ist der anspruchsvoller, beziehungsweise, was heißt anspruchsvoller? Ansprechender für Noobs, weil, naja, legst halt deinen Stacheldraht
legst dein Schild, setzt dich in die Ecke und gut ist. So, das ist natürlich für Noobs gemacht. Das ist eine ganz klare Sache, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist einfach so. Fertig, aus, Ende. Aber die ganzen Spieler, die normal spielen oder vielleicht auf einem etwas besseren Level, die werden einfach komplett hochgenommen. Die werden komplett hochgenommen, haben einfach nichts mehr zu sagen in diesem Game. Es ist einfach so. Waffenbalancing muss kommen. Es muss kommen. Es wurde angekündigt, dass sie es machen wollen, aber es noch kein genaues Datum gibt. So, das heißt, wir wissen nicht, wann sich irgendetwas ändert. Es wurde Liga für Mitte Februar angekündigt. Wie oft wurde aber schon was angekündigt? Das heißt, auch da kann man sich mal wieder nicht sicher sein, ob das überhaupt stimmt. Blackout bekommt gefühlt jede Woche bis jede zweite Woche irgendein Update, irgendwas. Wir hatten schon die letzten drei Updates waren only Blackout, wo man 9 GB, 8 GB, 10 GB runterladen musste. Da waren vielleicht kleine, klitzekleine Kleinigkeiten im Multiplayer, die nichts verändert haben für das Gameplay an sich. Dann war da ein ganz minimaler Punkt Zombies. Zombie wird es ja auch komplett vernachlässigt. Und so eine Liste Blackout. Ja, Blackout-Spieler haben es gut in diesem Game. Aber man darf nicht, also man darf es nicht falsch verstehen, die meisten Spieler, zu 99% die meisten Spieler spielen den Multiplayer und kein Blackout in COD. Das müsst ihr euch vor Augen halten. Ich habe mit dem Maxi, der auf Twitch streamt, Strain Maxi, mit ihm habe ich geredet. Wenn Leute ihm nachjoinen wollen, Public in Blackout, dann schaffen die das. Wenn die gleichzeitig mit ihm suchen, sind die fast jedes Mal mit ihm in einer Lobby. Das zeigt ja allein schon, wie viele Lobbys es da überhaupt gibt. Also wie schnell man da bei anderen reinkommt. Und das ist einfach krass. Das ist wirklich, wirklich krass, dass der Multiplayer, wo so viel mehr Spielerzahlen eigentlich sind, so vernachlässigt wird, um nur Blackout hochzupushen, um vielleicht anderen Battle Royale Games irgendwie Konkurrenz zu machen, was einfach nur traurig ist. Ich kann es nicht verstehen. Das Ding ist, im Grunde genommen kann ich verstehen, dass man den Battle Royale Games irgendwie was auswischen will oder irgendwie Konkurrenz machen will, aber was die Leute nicht verstehen, beziehungsweise was viele nicht verstehen, ist, dass Blackout im Gegensatz zu, sagen wir mal, einem Fortnite Geld kostet. Um Blackout spielen zu können, musst du 60 oder 70 Euro oder was auch immer das Game kostet, ausgeben, um diesen Modus zu spielen. Fortnite, gehst du in deinen Store, lädst es dir runter, kaufst dir für 5 Euro noch dieses Starterpaket, hast sogar noch einen Skin, hast das, hast dies, hast jenes, kaufst dir einen Battle Pass meinetwegen für 10 Euro, spielst ihn in einer Season hoch und kannst in der nächsten Season mit den V-Bucks, die du dir erspielt hast, wieder den Battle Pass kaufen. Das heißt, du musst da nicht investieren, du musst nichts machen. Und in Blackout musst du alleine, um es spielen zu können, 70 Euro zahlen. Und das soll diese große Konkurrenz zu irgendwelchen anderen Battle Royale Games sein, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich rede jetzt hier, keine Ahnung, über 10 Minuten schon. Ich könnte locker, ich hab's im Stream auch gemacht, ich könnte locker 20, 30, 40, 50 Minuten darüber reden, was alles schlecht in diesem Game ist, beziehungsweise was geändert werden muss. Leute, das Game ist 4 Monate draußen fast. Und das Game gibt es eigentlich nur 12 Monate, weil dann das nächste COD rauskommt, okay? Das heißt, wir haben ein Drittel von dem Game ist schon vorbei. Ohne, dass für den Multiplayer irgendwas passiert ist, was relevant ist. Und das ist einfach nur traurig, Leute. Jetzt will ich einfach mal, dass ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreibt, weil das würde mich interessieren, dass wir so eine kleine Diskussion irgendwie in den Kommentaren haben. Ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Checkt meinen Stream ab. Heute kommt auf jeden Fall noch ein Uncharted-Livestream online mit meiner Freundin, wo wir den ersten Teil von Uncharted zocken. Das wird super, super witzig und das wird mega Spaß machen. Checkt das ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute.